Streaming, ja. Da sind wir. Das Licht da draußen, das ist echt. Ich habe so ein kleines Flackern da hinten. In meiner Cam, aber gut. Da müssen wir jetzt mit leben. Ist halt, wenn man. Wenn hier gerade die Sonne so reinballert und draußen Schnee liegt, ist das wirklich sehr, sehr hell draußen. Und ich habe leider im Wohnzimmer eine riesige Glasfassade, kann man es ja quasi schon nennen. Es ist kein Fenster, das ist eine Glasfassade. Und da habe ich keine Gardine oder irgendwas dran. Ja, wollten wir mal machen, aber gut. Also mit dem Krisel muss man erstmal mal mitleben. So. So, das ist die alte Base. Ne? Da wollen wir mal ein bisschen ausräumen vor allem und in die neue gehen. Ich wollte mal gucken, was ich die wichtigsten Sachen, die ich machen kann. Ich mache mir mal zwei Numenor-Stoff fürs Bett. Das nehmen wir dann auch gleich mit. Also ein paar Mats einfach mitnehmen. Zwei Stück. Aber ja, wir haben genügend Zeug da, um das zu machen. Das ist nicht das Problem. Das haben wir. Und Elbenholz war das, ne? 9 an der Zahl. Elbenholz haben wir auch ein bisschen was. Da. Haben wir die 9 da. Dann machen wir uns natürlich erstmal die ganz große Feuerstelle, die ich noch gar nicht habe. Also da wird wahrscheinlich auch das ein oder andere Rezept noch dazukommen, vielleicht. Ja. 50 Adamant, 30 Harz und 35 Eisenholz. Eisenholz haben wir auch hier. Das sind die 35. War das 80? Ich hab grad 80 Harz, ganz schön viel, ne? 50 Adamant, 30 Harz. Die haben wir da. Und Adamant haben wir natürlich auch. Also mein Lager ist ganz gut bestückt, sieht etwas chaotisch aus. Ah, okay. Drüber hinwegsehen, sag ich mal. Adamant. Ich habe eine Menge Adamant. 50 haben wir. Wir nehmen mal einfach mal 100 und wir machen den Stack mal voll hier. Weil... Wir wollen vielleicht noch was anderes bauen. So, dann haben wir die große Feuerstelle. Den Esstisch haben wir, glaube ich, schon da. Aber auch eh noch nicht viel, ne? Außer Holz, Kupferbarren würde ich mitnehmen. Da haben wir ein paar von. Stein ist klar, Holz ist klar. Kohle müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Silberbarren, ja. Ich nehme auf jeden Fall ein paar Sammelsorium an Barren mit. Harz haben wir bei. Nehmen wir noch ein bisschen mehr mit als die 30, die wir jetzt da haben. Schmiede können wir erstmal dann auch hinten ranstellen. Rohrkessel auch. Erstmal zum wichtigsten, ne? Verpflegung und Proviant und Schlaf. Reparaturstation, Eisenbarren haben wir dann sowieso bei. Werkbank Elbenholz nehme ich auch noch ein bisschen was mit, okay. Webstuhl, Silberbarren haben wir dann eh bei, Stoffreste haben wir dann auch bei und Ubersamholz. Dann will ich, glaube ich, damit dann auch erstmal losziehen wollen. Also noch ein bisschen Holz. Also ich Eisenholz noch gar nicht so brauche, tatsächlich. Das haben wir. Dann haben wir, ups, noch ein bisschen Harz, haben wir gesagt. Ah, 60 mit. Und ein paar Barren. Wie man sieht, wir haben auch ganz gut vorgesorgt. Allein die Kassatstahlbarren, ne? Das ist nur das Zeug, was ich gelootet habe. Die habe ich nicht hergestellt. Das habe ich nur aus den Orks gelootet. Das ist Wahnsinn. Ich bin übrigens schon, was den Stand zumindest angeht, bin ich bei Mithril angekommen. Wie man hier sieht, habe ich auch eine ganze Menge Mithril gesammelt. Hab bisher noch nur die eine Waffe, die ich herstellen kann, sonst kann ich nichts. Also weder Rüstung noch irgendwas anderes. Kommt vielleicht noch, hoffe ich. Eisenbarren nehmen wir alles mit. Stahlbarren vorsichtshalber auch. Kupferbarren ein bisschen was mitnehmen. Bronze. Silber. Boah, das leuchtet ganz schön. Schanor. Ja, warum nicht? Kassat. Ich nehme noch ein bisschen mehr Holz mit, weil wir wollen ja da auf jeden Fall ein paar Truhen bauen und den ganzen Kram. Das normale Holz. Meine Fälle. Zack. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann gehe ich noch mal ganz kurz die Sachen hier durch. Kohle nehmen wir mit. Zack. Dann haben wir ein paar Metallteile. Reparieren und so braucht man das Zeug ja auch. Das ist mir nicht so wichtig. Ein paar Stoffreste für alle Fälle. Ein bisschen Hautfetzen. Auch safe.
Das hier, und dann sind wir quasi schon voll. So. Können wir... Ah, wir haben kein Proviant bei, nichts, ne? Nicht zum Essen bei. Gut, dann mache ich einmal Kohle mache ich noch weg und einmal Metallteile. Ich glaube, das ist dann auch genügend. Ich habe jetzt 82 noch. Das sind alles 99er Stacks. Das sollte passen. Ach, den einen angefangenen Stoffrest mache ich dann auch noch weg. Oh, das war falsch. Da. Dann können wir wenigstens noch ein bisschen was zum Essen mitnehmen. So, was haben wir hier? Was können wir auf jeden Fall... Die können wir für Spieße mitnehmen. Fleisch haben wir auch noch genug, ne? Einmal ein 50er Stack Pilze für alle Fälle. 50er Stack Fleisch. Und dann haben wir schon mal Pilze, Fleisch und die komischen Zwiebeln, mit denen wir uns Spieße machen können. Das Wichtigste, da safe. So, jetzt geht's ab in die neue Base. Base-Zwergenbinge. Muss dann auch mal irgendwann mal bei Gelegenheit mal aufräumen, bei den ganzen Wegepunkten, die ich da habe. Bin schon recht weit, so vom Spielstand her. Hier habe ich schon ein bisschen was leer gemacht hier, das Häuschen. Ne? Also das soll quasi die Unterkunftsbase werden. So mit unten alles, was so Kochen angeht. Eine kleine Küche mit Herd und den ganzen Gelage. Und oben soll geschlafen werden. Ja. Mit Bett und allem. Dann wird das hier einmal komplett aufgeräumt, schön gemacht. Hier ist der lustige Troll, den es quasi ja, versteinert hat, weil er ins Licht gerannt ist, der Idiot, während des Kampfes. War sehr lustig. Und dann kommt hier quasi ein großes Lager hin und alles. Also ich werde das ein bisschen was ausbauen. Aber erstmal das Wichtigste, Küche und Unterkunft, also schlafen. Das reiße ich mal ab. Stoffmesser, okay, klar. Die Feuerstelle habe ich aktuell nicht. Die haben sie mir nämlich... Ich hatte eine Belagerung, hatte aber noch keine Türen drin. Haben sie mir komplett weggekloppt, die Idioten. So große Froh, die ist riesig. Mann, da geht die durch die Decke im Moment. Wo ist die vor? Die ist so groß, ich kann noch nicht mal sehen, wie hoch die ist. Ach nee, die ist oben abgeschlossen. Da ist kein Schornstein dran, nichts. Sieht das aus, wenn ich das hier reinbaue? Was ist das? Sieht das kacke aus. Probier's mal einfach. Moment. Dass man vielleicht links noch vorbeikommt, sag ich mal. Ja, rechts. Guck mal, ob das durch die Decke geht, also durch die Zwischenzone. Das jetzt nicht, aber es raucht. Das ist die Rauchleiter. Okay, die kann ich sowieso eigentlich abbauen. Ich war nur auf dem Dach, um das Gebäude zu reparieren. Mit dem Werkzeughammer hier. Ja, kann ich so. Das ist ein Riesenteil. Das sah schon ganz geil aus, oder? Die müsste so einen großen Kamin müssen wir auf jeden Fall dann da unten auch noch hinbauen. So, da hinten am Ende des Ganges oder irgendwas. Oder ja. Irgendwo muss ich noch eine Bar oder eine Kneipe oder einen Pub. Ich baue einen Pub irgendwo rein. Das auf jeden Fall. Haha. Aber es gab keine neuen Rezepte. Das Ding ist einfach nur groß. Okay. Dann baue ich schon mal direkt das Bett, weil es wird jetzt Nachmittag. Dann habe ich dann auch die Gelegenheit zumindest... Hier liegt noch Zeug rum, siehst du? Da schlafen zu gehen, wenn es Nacht wird. So, ich habe hier drumherum alles repariert. Mit der Angst, dass ich irgendwas kaputt kloppe, wenn ich hier... Ja, genau so. Genau. Weil hier jetzt nämlich auch schon ein... Ja. Etwas zerlegt, ne? Das Gelände. Da muss ich noch irgendwas noch hinbauen. Bett. Bett, 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 Bett. Bett, 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 Bett. Da. Schon riesig. Dieses Baugebiet, was ich quasi bebauen kann. Das sieht gut aus. Zack. So, bauen wir mal zwei Truhen noch hin. Ich hab dann meistens da irgendwie noch so alte Rüstungssachen drin oder irgendwas, ne, was man halt so nicht braucht. Eisenholz, wann kommt denn da Eisenholz raus? Ich frag nicht. Die nehme ich mir erstmal weg hier. Stört nur. Dann könnte ich nämlich hier, dadurch, dass ich jetzt die Feuerstelle endlich habe, und den Stein würde ich irgendwann dann zwangsläufig auch irgendwo anders bauen, aber ich habe es erstmal hier safe.
Ich würde links eine Tür reinmachen und rechts auch noch eine Tür. Oder zumachen. Wenn ich jetzt hier rechts zumache, könnte ich zumindest hier auch noch was hinstellen. So an Huhn oder so. Das ist nicht im Weg. Ich glaube, ich mache rechts tatsächlich zu. Oder links. Was ist besser? Wenn man jetzt so hier hochkommt und denkt sich so, oh cool, guck mal hier, ich will jetzt schlafen gehen oder so. Ich komme gerade irgendwo vom Ritt. Ich glaube, es macht sich einfacher, denn hier die Treppe direkt hochzugehen. Dann mache ich hier zu. Was können wir denn für Mauern machen? Mal direkt Alamant. Oder ist das too much? Sind die zu dick? Ich glaube, die sind zu dick, ne? Ja, okay, das ist zu viel. Aber jetzt ist Granit. Ja, das sollte passen. Das sieht aus wie gewollt. Das sieht aus wie, als wenn schon immer so wie. Ach, Hallöchen. Was seid ihr denn? Au. Das Fleisch, was ich nicht aufnehmen kann. Achso, ich bin immer noch voll. Ja, aber siehst du, sieht das nicht so scheiße aus. Ist okay. Ist okay. Hier die Tür. Die machen wir aber gleich erstmal dann von draußen. Alamantür, ist die zu groß? Robuste Tür, ich brauche Eisenholz. Okay, die Alamantüren, die würde ich auch eher bei den Ausgängen von dem gesamten Gebiet hier machen. Hier würde mir eine Granittür reichen, glaube ich. Sharky, grüß dich, Mahlzeit. Na? Schon wach? Alles gut bei dir? Ich mache hier gerade einfach nur ein bisschen Müll. Hält denn das nicht? Granittür hält nicht? Was ist denn da los? Ich mache einfach nur ein bisschen schöner wohnen, wollte ich gerade sagen. Ist dem zu eng hier? Und seit halb acht. Das Problem kenne ich. Diesmal so. Ne. Will er nicht. So habe ich natürlich Gefahr. Soll ich hier den Eingang so ein bisschen ausbauen, also kaputt machen, dass das dann vielleicht geht? Warte, ich probiere es mal. Ansonsten baue ich halt dann auch irgendwie größer an oder so. Zweifelsfall. Warten jetzt ab. Tut sich da was? Noch keine Risse, nix. Wollte eigentlich gestern bei Wiege zuschauen, war aber voll fertig gestern. Das ist ja nicht schlimm, Gottes Willen. Er hätte es, glaube ich, gebraucht. Also. Ich glaube, ich habe den Boden abgebaut. Gut, da können wir noch hinzimmern, das ist nicht das Problem. Und Botten, er das falsch an. Will er nicht. Gucken wir mal, ob er vielleicht eine grobe Tür zulässt. Flache Tür. Sieht aber scheiße aus. Scheiße. Soll ich wirklich den Part hier vorne einfach wegnehmen? Hier ist mal. Okay, das Holz ging schnell weg. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Was macht er das denn? Was ist denn? Die Säule macht er weg. Hab's ja gestern. Achso, der Arme hatte zwei Zuschauer, wo du 12. wo ich kurz auf Twitch war. Bei mir lief's ganz gut, muss ich zugeben. Also, das war okay. 12 Zuschauer war. Ich kann mich nicht beschweren, aber es ist natürlich sehr schade bei Biggie gewesen, ne? Ganz klar, gar keine Frage. Vielleicht tut man ihm dann auch mal. Er überlegt, heute Abend zu streamen, nur mal so auch für dich als Info, ne? Dass man ihm mal was Gutes tut, dass er dann mal ein bisschen mehr Zuschauer hat. Man muss ja sagen, viel kommt ja da auch durch ihn, was bei mir abläuft, passiert, so allgemein. Ne? Von daher, kann ich den Dreck hier nicht abreißen, Mann, ist doch Wahnsinn. Kann ich jetzt vielleicht was setzen? Moment. Die Fackel da weg. Granit. Tür. Jetzt halte du Drecksau. Jetzt hält er. Ja, ist okay. Dafür, dass es nicht zusammenbricht, lasse ich das so. Guck mal, bis ich noch irgendwas reparieren kann. Da, falls ich irgendwas kaputt gemacht habe hier. Drumherum. 35, oh. Oh, wäre schick.
Meine Alerts gehen wieder. Ja. Also das waren ja die Kanalpunkte, die nicht funktioniert haben. Alerts haben funktioniert. Und hier Sound Alerts, die ich ja da unten eingestellt habe, die Infos, die haben auch funktioniert. Was nicht funktioniert hat, waren einfach nur die Kanalpunkte. Frag mich auch immer. Soll ich dir was zeigen? Komm, du hast dir ja ein bisschen was verdient. Du hast dir letztes Mal Punkt ausgegeben. Ich zeig dir mal was Lustiges. Warte. Ich hau mal hier einen raus, komm. Das halt trifft einfach meinen Humor so ein bisschen. Das ist halt, deswegen musste ich den einfach mit reinnehmen. Also. Ja. Das Moped? Was für ein Moped? Der sah aus wie du. Hey! Das ist Elmo. Wenn ich aussehe wie Elmo, ist das quasi ein. Ist das ein Kompliment? Ich nehme es einfach mal als Kompliment. So, ich gucke mal, ob ich die Säulen wieder reinbaue. Rein von der Optik her. Das müssten, glaube ich, Granitsäulen gewesen sein. Ich habe keinen Granit bei. Yay, cool! Gut. Ist ein Insider. Okay. Gut. Gut, nehme ich hin. Ist genehmigt. Wir haben oben Schlafplatz, ne? Unten. Wir brauchen auf jeden Fall einen Esstisch. Das kann dahin. Der Ofen, der schöne. Kann eigentlich hier so stehen, ne? Dann haben wir. Truhen versetze ich gleich. Reparaturstation, die würde ich auch nehmen. Die würde ich aber tatsächlich an mehreren Stellen bauen. Einmal hier natürlich, neben meinem Schlafplatz, für alle Fälle. Ich sehe auch gerade, wir bräuchten quasi schon jetzt langsam was zu essen. Essen kann ich immer noch nicht nehmen. Ich brauche unbedingt neue Games zum Zocken, weiß aber nicht, welche ich mir holen soll. Das liegt auch so ein bisschen, ist die Frage, wie sieht es denn bei deinem Budget aus? Was, ne? Also, mein nur. Daran hängt es bei mir natürlich auch. Also, ich will jetzt zum Beispiel nicht unendlich viel Geld ausgeben für Spiele, die ich vielleicht einmal anzocke oder sowas, ne? Wegbrot, das kenne ich noch gar nicht. Okay. Kochen. Mische Spieße. Sehr gut. Die funktioniert schon mal. Dann mache ich schon mal ein paar Truhen, weil ich habe so viel Zeug bei. Ein kleines Lager hier bauen. Ich könnte ich ja dann mal zweistöckig bauen, oder? Geht das eigentlich, wenn ich hier so einfach... Nee, kann ich nicht. Also ich weiß ja auch nicht, was man jetzt dazwischen zimmern kann, damit man da was noch aufsetzt. Mache ich erstmal weiter. Zack. Erst die Frage auch, momentan noch nichts, aber bald wieder. Hast einen Antrag zum Bürgergeld rausgeschickt, solange auf die Maßnahme wartest. Ja, ist doch okay. Ich meine, das ist übrigens Land in Sicht ein bisschen. Ich habe kein Holz mehr. Krass. Ich habe kein Holz mehr. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz schlafen. Was essen. Dann gucke ich mir schon mal, ob ich hier irgendwo das Lager hinbauen kann. Es kommt auch immer darauf an, sag ich mal, was du... Also es gibt ja auch Spiele mit wenig Budget. Es ist immer die Frage, was du spielen möchtest. Willst du mehr Richtung Horror-Game gehen oder, ne? Also ein paar Ideen tatsächlich habe ich nämlich auch schon, was nicht wenig, nicht viel Budget brauchen wird. Das eine oder andere kann ich dir vielleicht einfach auch empfehlen, ne? Wo ist es nicht? Guck mal, Fleisch. So, wenn wir da jetzt unsere Koch- und Wohnstation haben. Wo könnte ich denn? Kann ich hier eigentlich noch bauen? Das Feuer ist ja recht groß. Wenn ich jetzt hier mit Adamanten eine Tür zimmern würde. Die ich nicht kann, natürlich. Aber theoretisch könnte ich hier noch. Wow, das Feuer geht echt groß. Guck mal, wie groß die Fläche ist. Bis wohin ich bauen kann. Wahnsinn. Ich brauche auf jeden Fall mehr Eisenholz. Damit ich hier zumachen kann.
Okay. Aber dann würde ich tatsächlich sagen, hier wird geschlafen. Und hier drüben ist vielleicht so ein bisschen... Es sieht ja eh aus wie eine Schmiede, das Ding hier, ne? Oder? Ja, schon. Dann wird hier quasi gebaut. Das ist so die Workstation. Und dann kann ich hier rechts schon mal ein, zwei, drei, ein paar Sachen machen. Zum Lagern. 6. Warum hatte ich letzte Zeit zu viel? Inwiefern? Achso, ich hab den Namen vergessen. Den Namen von dem Spiel vergessen. Also Phasmo und... Na, Phasmo ist ja klar. Und das andere Spiel, was du gespielt hast. Lach mir ein paar Games vor. Kannst mir auch die Games nachher auf Steam teilen. Das kann ich machen, ja. Muss mal ganz kurz ein paar Orks schnitzeln. Wie gesagt, ich habe mir jetzt einfach mal zwei Games rausgesucht, die aber mehr in Richtung Horror gehen. Muss halt du entscheiden. Ne? Ist für mich aber definitiv mal auch wieder eine Abwechslung, weil so viele Horror-Games habe ich jetzt aktuell nicht. Aber gerade als Vorbereitung für den Dezember, wenn Moria auch schon so ein bisschen durch ist. Ich will nicht zu schnell mit Moria durch sein. So, weißt du, ich will es auch ein bisschen genießen. Heißt aber auch, dass ich... vielleicht, wenn ich drei, vier Tage in der Woche streame, dass ich mir das ein bisschen aufteile. So, hier können wir schon mal... Was haben wir denn hier? Steinlage. Das ist zu weit weg jetzt. Schade. Kann ich denn noch eine Feuerstelle hier hinbauen? Da habe ich zu wenig Zeug bei, ne? Das war irgendwie klar. Ich brauche sowas von viel Eisenholz. Weißt du was, ich reiß jetzt schnell zurück und hol Eisenholz. Für alles, was ich jetzt machen möchte, brauche ich Eisenholz und ich habe keinen Platz mehr. Scheiße. Egal. Ja. Also ich hab ja eben meine Wunschliste bei Steam, die ist halt irgendwie auch recht voll, ne? Also ich habe da jetzt 101 Artikel, glaube ich, drauf oder so, gefühlt. Ist auch nicht alles irgendwie dafür zu wenig Zeit vergangen. Ach, scheiße. Gut, dann baue ich hier erstmal weiter. Verdammt. Was könnte ich denn hier direkt vor das Häuschen bauen? Was auch Sinn machen würde. Holz vielleicht. Ich gucke mir jetzt einmal deine Wunschliste an. Mach doch mal. Guck dir meine Wunschliste an. Viele Sachen sind natürlich da so ein bisschen auf Korb gemünzt, muss ich schon sagen. Ne? Also einige Sachen, die ich kaufen oder spielen wollen würde. Ein herrschaftliches Bett? Wo habe ich das denn jetzt her? Ich kann nicht mitbekommen. Okay. Den Braukessel können wir uns bauen. Das passt ja auch irgendwie da drin zu dem da. Scheiße. Die Tür nicht öffnen kann hier. Oder macht ein Braukessel zu viel Platz? Also, weg. Aber wenn ich da in die Ecke stelle? Wenn der Kartenstein kommt, der sowieso woanders hin? Ist eigentlich eine gute Idee, oder? Oder soll ich eine eigene Brauerei bauen? So mit 5, 6 Kessel. Ja, das ist eine gute Idee. Es gibt ja verschiedene Bier-Varianten. Da zum Beispiel. Das wäre doch eine gute Brauerei. Brauerei. Da kann ich noch nicht bauen, ne? Nö, da hört das Gebiet auch auf. Schade. Ich brauche Eisenholz. Habe ich irgendwie schon gesagt, dass ich Eisenholz brauche? Warum wollte ich eigentlich schlafen gehen? Ich wollte reisen. Bin ich denn doof? Ich wollte doch gar nicht schlafen gehen. Oh, da liegt noch Essen. Egal. Ab in die alte Base. Smallland hatte ich mir auch mal überlegt zu holen. Smallland ist auch wieder so ein typischer Artikel, den ich drin habe, weil wenn, dann würde ich das gerne im Koop spielen wollen. Das sah halt ganz interessant aus. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, mal irgendwann auch andere zu begeistern dafür. So, Eisenholz. Ich bin voll, na klar. Amethyst. Warum habe ich einen Amethystball? Ist sogar auf deiner Wunschliste, na siehst du. Ich glaube nicht, dass wir... unsere Geschmäcker so weit auseinander liegen. Ich habe nicht mehr viel Eisenholz. Ach du Schande.
Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viel es aktuell kostet. Aber kann man, sollte man sich im Hinterkopf behalten, ne? Definitiv. Aktuell jetzt nicht. Ich bin eben mit anderen Games mehr beschäftigt, sage ich mal. Das wäre jetzt auch rausgeschmissenes Geld. Ich habe mir auch schon Spiele gekauft, wo ich voll überzeugt war von und dass ich die unbedingt spielen möchte. Und dann habe ich es mir gekauft und nicht gespielt. Also, war sehr schade. Planet Zoo wäre auch geil für zwischendurch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Theoretisch. Es sah halt extrem lustig aus, ne? Aber ob es wirklich was ist, weiß ich nicht. Ich habe generell wenig Holz bei. Eisenholz reicht natürlich nicht aus. Reicht das vielleicht für die Alamant-Tür wenigstens? Dafür reicht's aus. Dann zimmer ich erst eine Tür rein und da eine Tür rein. Boah, da muss ich erstmal clear machen, so ein bisschen, ne? Und dann mache ich kleinere Feuerstellen erstmal. Schön für Eisenholz. Sieht das aus? Geht schon, ne? Wenn ich jetzt links und rechts zumache, so ein bisschen. Schmalere Buste. Upp. Passt das? Los. Sei passend. Bist du passend? Ist nicht passend? Vielleicht eine Säule? Dann macht das immer ein bisschen schwierig irgendwie. Oh. Nee. Ist gut. Doch, die schmale Wand, oder? Na. Ich bin egal, wie es aussieht, Hauptsache es zu. Außen ist es so eh egal. Und von da wird es dann schon besser werden, da hinten. Wo ich da wahrscheinlich auch noch eine Feuerstelle brauchen werde, dann, um bauen zu können. Ich glaube, ich gehe ganz kurz einmal da raus. Habe ich noch Platz? Ich habe keinen Platz. Ich mache mal erstmal ein paar Truhen. Voll vor allem. Guckt ihr mal das Game Fae Farm an. Könnte dir auch gefallen. Habe ich mir angeguckt, tatsächlich schon. Ob das was ist, weiß ich nicht. Das kam mir streckenweise, muss ich zugeben, halt sehr, sehr, sehr kitschig vor. Also so richtig kitschig. Und ob ich dann da dauerhaft Bock drauf habe, weiß ich nicht. Das ist irgendwie gar nicht böse gemeint. Kann vielleicht ein sehr geiles Game sein, gar keine Frage. Ich weiß es nicht. Geht das dann auch? Ist das auch wie so ein Mehrspieler-Ding? Oder? Also ich mag ja eigentlich generell so Spiele, so Aufbaugeschichten, na hier so Crafting und Farming so ein bisschen, ne? Das da bin ich sehr für. Wenn das auch noch so eine lustige Mischung ist wie hier mit Moria und Zwerge und Bier und so, das haben sie mich als Spiel auf jeden Fall gewonnen, ne? Ein bisschen Aufräumaktion. Bei Faith haben, wie gesagt, kam mir so vor, ich weiß nicht. Das ist nicht einfach zu. Ja, dieses so ein typisches Nintendo-Spiel irgendwie, ne? Alles bunt, bunt, bunt und alles ganz toll und Feen und. Könnte irgendwann anstrengend werden. Multiplayer geht da, glaube ich, auch. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, da war ich. Ich habe es mir lange angeguckt, auch bei anderen Streamern mal reingeschaut. Bin ich mir sehr unsicher, muss ich zugeben. Das ist dann auch wieder so eine Frage. Willst du jetzt dafür Geld ausgeben oder nicht, ne? Wo ich sage, wenn ich mir nicht sicher bin, lasse ich lieber sein. Ja? Bei Moria ist jetzt immer wieder ein gutes Beispiel. Bei Moria war das so ein typisches Ding, dass sich die Frage gar nicht gestellt. Es ist ein Herr-der-Ringe-Game. Ich liebe Herr-der-Ringe. Und deswegen war, ja, kaufen. Egal, was es kostet, kaufen. Ja? Klingelt nicht mein Telefon. Ich bin sofort wieder da. Ich schmeiß mich mal ganz kurz hier in die Pause. Bis gleich. Mein Telefon klingelt. Klingt wie dieser Typ von der Sesamstraße. Welcher? Samson wieder, oder was? Da kommt Besuch übrigens. Nee, dieser Typ so, hey, achso, ja. Willst du ein A kaufen? Ein A? Ja, genau. Ja, genau.
muss hier raus. Ist er noch am Hunten? Alter, wow, leck mich im Arsch. Fuck you. Wow. Ah, so. Komm her zu mir. Setz dich zu mir. Das Licht hat geflackert. Ich will nicht. Setz dich zu mir. Komm schon. Scheiße. Bist du hier? Okay. Oh, Tür ist zu, scheiße. Warte. Ich hab keine Muni, scheiße. Ich auch nicht. Warum hab ich keine Muni? Diese Drecksviecher. Ich bin ohne Muni auf vom Boot. Ich bin, ja, Profi halt. Warte mal, wenn der jetzt in der Nähe ist, der Typ. Mit seinem Scheißding. Ich würd hart feiern, wenn ich... Bleib stehen. Oh. Hab ich... Ja. Okay, oha, der Schaukelstuhl schon wieder. Wenn wir den handhaben wollen, ist das die Frage. Okay, wie spiele ich sie ab? Ich glaube, rechte Maustaste wahrscheinlich, oder? Oha. Wow! So, es war doch aus, verdammte Axt. Ich war am Telefon und dann kriege ich hier die Idioten hier, Mann. Deswegen, das da vorne muss zu werden. Recht schnell. Sorry, ganz kurz. Es gibt auch ein Gratis-Game namens Palia. Das tatsächlich, da habe ich davor schon vor Release mir das angeguckt und war eigentlich ganz angetan. Habe es zur Beta-Zeit gespielt, bevor es rauskam. Und dann wurde es ja veröffentlicht und da war ich dann irgendwie kurz danach kam Moria. Dann war das Ding auch gestorben wieder. Also, recht schnell. Aber Palia wäre so eine Sache, die ich dann vielleicht auch gerne... mal angehen würde, mir angucken würde, im Stream mal reinspielen und ob es Spaß macht oder nicht, ja, werden wir dann sehen. Das wäre so eine Sache, die ich mir ganz gerne angucken würde. Das stimmt wohl. Ja. Da hast du recht. Bist du denn generell auch so für sowas wie hier? Also ein bisschen Survival? Palia ist natürlich was ganz anderes. Da hast du ja nur Aufbau, heißt du hast kein Survival, nichts. Ich glaube, du kannst doch nicht mal campen, oder? Kampfsystem gibt es da eigentlich gar nicht. Aber so ein Ding rauszuhauen für Free-to-Play finde ich schon krass. Also, dass es sowas überhaupt noch gibt. In dem Ausmaß, ja. Hat mich auch überrascht. Keine Ahnung, wie die sich finanzieren, ob man da jetzt Ingame-Sachen kaufen kann. Wahrscheinlich irgendwie so kosmetische Geschichten oder so, ne? Aber ich gebe auch gerne ein bisschen Geld aus hier für so ein Game hier zum Beispiel. Das war nicht teuer. Also das kostet im normalen, ohne Sale bezahlst du da 40 Euro für. Ist glaube ich aktuell wieder auch der Fall. Zwischenzeitlich warst du glaube ich bei 25 oder 20 Euro, weil sie das runtergesetzt hatten. Weil sie im Angebot waren, wie mit, weiß nicht, ob das Black Friday war oder irgendwas, den Kram. Kannst du echt nicht meckern. Ich guck dir, ich meine, alleine so ein Anblick. Ja. Nur die Halle hier sind 40 Euro wert. Also, das ist so das erste Mal, das gesehen zu haben und hier reinzukommen. Das ist so, wow, geil. Investiere ich wirklich sehr, sehr gerne. Muss ich wirklich sagen. Na? Ich muss mich gleich ein bisschen nach oben bauen. Ich glaube, ich komme da so nicht ran.
Was nehmen wir denn am besten? Als Brunnen kann ich nicht bauen wahrscheinlich, weil ich kein Holz habe. Ich probiere es mal so weiter. Bis hier unten. Ach, du warst kurz weg gewesen. Oh, sorry. Das habe ich gequatscht. Tut mir natürlich leid. Ich weiß nicht, was du jetzt so mitbekommen hast. Wahrscheinlich von dem, was ich gerade erzählt habe, nicht viel. Also Palia, ja? Palia fand ich ganz geil. Hab's zur Beta gespielt, bevor es rauskam. Hab's mir vorab auch schon in die Liste reingeschmissen. Sorry, du brauchst dich nicht entschuldigen dafür, um Gottes Willen. Hey. Dafür, dass du nicht da warst. Alles gut. Alles gut. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte. Würde ich mir auch ganz gerne nochmal genauer angucken. Gerade jetzt nach dem Release. Das eine oder andere, was wir vielleicht noch angepasst haben, geändert haben. Ne? Könnte aber auch vielleicht ein bisschen zu eintönig werden irgendwann. Du hast, ich glaube, du hast gar kein Kampfsystem. Du kämpfst nicht. Das ist wirklich nur reines Aufbauspiel. Und ob es dann auf Dauer fesselt, weiß ich nicht. Aber man, wie gesagt, für Free-to-Play kann man es mal probieren. Keine Frage. Geht das Game gerade wieder runter? Ja, ja. Ich glaube, ich habe es sogar noch installiert. Ich weiß es gar nicht. Nee, ich habe es schon runtergeschmissen. Ich brauchte den Platz. Ich glaube, für Moria sogar. Kann ich hier einfach... Kann man über Epic downloaden? Ach, echt? Krass. Ich glaube tatsächlich, das war am Anfang noch nicht mal über Steam möglich, sondern es hatte irgendwie einen eigenen Launcher oder über die eigene Internetseite. Das war aber, wie gesagt, auch zu Beta-Zeiten, ne? Haben sie es jetzt über Epic released. Das wäre doch nicht verkehrt. Ich habe tatsächlich vorher mit Epic nicht viel zu tun gehabt, vor Moria. Muss ich zugeben. Da ist kein Problem, noch eine weitere Plattform zu benutzen. Das hat sich einfach nicht angeboten. Das war nicht nötig. Ist zu weit weggebaut oder was? Ach Mann, ey. Wo ist hier jeden Donnerstag die Gratis-Games da? Ja, ich auch. Ich auch. Das ist aber auch das Einzige, womit ich irgendwas mit denen zu tun hatte. Ja? Aber jetzt durch Moria habe ich das erste Spiel tatsächlich, was ich auch richtig spiele. Also ich hole mir immer die Gratis-Games ab. Ich habe noch nie eins davon gespielt. Muss ich wirklich zugeben. Ist irgendwie auch sehr schade, klar. Aber es hat sich einfach, es hat sich nicht ergeben. Ach Mann. Mann! Dauntless. Was war Dauntless nochmal? Ist auch von Epic. Sagt mir irgendwas. Dauntless sagt mir jetzt irgendwie irgendwas. Ich kann dir aber nicht sagen, woher. So. Monsterjäger? Okay. Wichtigste Frage: Geht es auch im Koop? Okay, die kann ich nicht, das war klar. Hä? Habe ich nicht noch Eisenholz gehabt? Wo habe ich das Ganze? Habe ich das Eisenholz? Habe ich das hingeschmissen? In die Truhe, das ist zu weit weg. Ich brauche noch eine Feuerstelle, deswegen. Die wollte ich mir machen, siehst du? Ha! Kann ich nicht, weil Holz fehlt. Ich wollte Holz holen. Ha! Ich habe mein Kurzzeitgedächtnis, meine Fresse. Manchmal ist. Puh. Ich weiß, hier links war ein bisschen was zu holen. Oder wir holen einfach hier den Kram. Geht nur online. Ach, geht nur online. Also, MMO oder was? Wahrscheinlich, wenn ich Screenshots davon sehe, sage ich sofort, ja, ach, natürlich. Aber jetzt, vom Namen her, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich kann jetzt nichts mehr darunter vorstellen, gerade aktuell. Übrigens Gewürze ohne Ende und ich weiß nichts damit anzufangen. Mir fehlen so viele Rezepte, gehe ich von aus.
Was ist das? Ist auch noch ein kleines Städtchen. Vielleicht haben die hier eine Fackel bei oder so, ja. Vielleicht haben die hier sogar ein bisschen Holz irgendwo zu lagern. Und hier wäre ein Brautank, siehst du? Der mich auch noch nie repariert. Aber ich brauche auch den Alamanthammer. Du kannst auch Waffen und Rüstung herstellen und musst halt die Materialien von Monstern farmen. Okay. Mhm. Also ich kenne, was ich zum Beispiel gespielt habe, mal mit einem Kumpel zusammen, ist hier Monster Hunter. Wahrscheinlich wird das so ein bisschen in die Richtung gehen. Ne? So. Ein bisschen. Vielleicht. Wie viele Brauttränke, Tanks gibt es denn hier, meine Güte? Aber kein Holz. Also ich will jetzt nicht die ganzen Möbel abbauen, tatsächlich, ja. Monster Hunter ist auch so ein Ding, was ich eigentlich noch mal ein bisschen... Upsi. Ein bisschen zocken wollte. Hat schon Spaß gemacht, ne? So. Ist echt nichts zu holen. Ich glaube, ich gehe dann erstmal in die andere Richtung da. Ist wie Monster Hunter, ja. Monster Hunter war ja irgendwie so halb online, ne? Also die Gebiete, wo du denn unterwegs warst, die waren instanziert, bin ich der Meinung. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Dauntless ist gratis, okay, das ist schon mal nicht verkehrt. Ist jetzt nicht viel heißen, aber um sich's mal anzugucken, reicht's aus. Ups, ich wollte nicht essen. Verdammt. Aber wie gesagt, ich bin erstmal hart hiermit beschäftigt. Ich bin irgendwie ein bisschen doof, ne? Ich kann doch die Axt nehmen, dann kriege ich wenigstens noch Eisenholz raus. Ich voll Profi. Mann, das ist aber auch... Die macht zwar überhaupt gar keinen Schaden in den Dingern hier, aber ich krieg Eisenholz. Naja, in Dauntless triffst du in den Gebieten auch andere Online-Spieler, hat das Game leider schon durch. Du hast das Game... Ach, du hast das schon durch? Hast du so... Okay, krass, wie lange gibt's das denn schon? Wie gesagt, ich habe davon was gehört, aber noch nie wirklich gespielt. Also noch nie gespielt, definitiv. Und vielleicht mal reingeschaut, beim Stream oder so vielleicht. Ich kann es nicht sagen. Das kann jetzt dauern. Aber er könnte mir Eisenholz geben, von daher bin ich hartnäckig. Es gibt kein Eisenholz, sondern Schweine. Ein Stück. 100%. Nun hast du ein bisschen gezockt, würde ich sagen. Ein Online-Game. Respekt. Ist ja eigentlich auch so ein bisschen mein Ziel bei Moria, wobei das kannst du voll vergessen, weil 100% heißt eigentlich auch, dass ich bis Ende nächsten Jahres damit beschäftigt bin, Moria zu restaurieren. So. Ich glaube, das möchte sich niemand wirklich antun. Seit Mai 2018. Oh, ordentlich. Hast du denn eigentlich mal WoW gezockt oder sowas? Ich glaube, das ist eines der ersten Spiele. Es gab so in meiner Zockerkarriere zwei Spiele, die mich so dermaßen gefesselt haben, dass ich ohne Scheiß auch so ein bisschen als Jugendlicher, muss man ja sagen, Realitätsverluste hatte. Sei es auch nur so kleine Momente, weiß ich nicht, im Supermarkt mit Gold bezahlen zu wollen oder sowas, weißt du? Aber vom, hä? Ach, verdammt, nee, ist ja, ich bin ja gar nicht im Spiel. WoW, World of Warcraft, noch nie gehört? Also WoW habe ich zum Beispiel gespielt, aber auch nicht so exzessiv, dass das so krass war, da war ich ja auch schon etwas älter, als das rauskam. Aber, was bei mir ganz, ganz hart war, ich glaube, eines mit der ersten Spiele, die ich wirklich auch so gefühlt gesuchtet habe, war Zelda Ocarina of Time. Hast du noch nie gespielt? Also, sagen wir es mal so. Früher hätte ich gesagt, ist dir ganz schön was flöten gegangen. Aktuell würde ich eher sagen, ist nicht schlimm. Ich komme in die ganzen Neu-Addons komme ich nicht rein. Sie ist zu teuer. Ja, gut, kann ich verstehen. Ist halt ein monatliches Bezahlsystem und du musstest das Spiel kaufen vorher. Ja.
muss man schon das Geld dafür haben und das wollen, ne? Eisenholz. Sehr schön. Aber ganz kurz. Naja. Joa. Geht der ja auch. Da bist du pleite bei. Ja, das, ich glaube, da wärst du nicht der Einzige. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der eine oder andere Suchti, der da vielleicht drauf hängen geblieben ist, klar, ich meine, die fangen ja auch da schon recht früh mit an, im Kindesalter, ja, die Leute zu locken. Und wenn du dann so ein Kind hast, der das irgendwie dann vielleicht mit seinem Taschengeld finanziert oder so, ja, dann ist das mehr so wenigstens das Einzige, was man sich leisten kann. Und das, also das einzige Geld, was man hat, für ein Game auszugeben, was man monatlich bezahlen muss, ja, spricht irgendwie schon für sich, ne? Ein bisschen. Was hack ich hier mitten in der Nacht auf so einem komischen Ding herum? Achso, ja, genau. Das erste Spiel war, wie gesagt, Ocarina of Time. Und, wo ich auch richtig gefangen war von der Story her und weil das von der Spielzeit mich auch komplett gekillt hat, muss man sagen, war Gothic. Ich weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst. Ausreicht. Da ist drauf. Oh, was haben wir denn jetzt an Holz? Wir haben 4 Eisenholz, das ist nicht viel, und 36 Holz so, das ist auch echt nicht viel. Ich glaube, ich mache hier was platt, oder? Vielleicht ein Holzlager drin? Ja. Jawohl. Alter, ich dachte, der handelt jetzt. Ja, ne, Sharky, hast du dich selber gehört, würde ich sagen. So viel schönes Holz. Eigentlich ist es viel zu schade, das abzubauen. Komm, ich baue jetzt wenigstens den Kram hier ab. Das warst du, ja. Hast du recht. Ach ja, Holz hacken im Dunkeln. Gibt Spannenderes, glaube ich. Aber die Ausdauer ist sowieso gleich im Arsch. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Holz sammeln für die Lagerfeuer. Ja, du hast dich da echt verjagt, ne? Knochenhaufen? Okay. Ein Knochenhaufen und ich bekomme Holz dafür. Ne, ist okay. Nimm ich so hin. Ja, nicht nur du. Also ich kenne es ja mittlerweile von ihm, ne? Von daher war ich so ein bisschen abgehärtet. Aber jemand, der es nicht kennt und gerade bei solchen Spielen. Ja. Du meinst wegen mit den Kanalpunkten und so? Ja, ja, habe ich, wie gesagt, das eine oder andere, den einen oder anderen Clip habe ich hier noch im Petto, was ich noch einbinden möchte. Einfach so als kleines Gimmick, ne, dass man mit Kanalpunkten mal so die besten Clips abspielen kann. Das ein oder andere lustige Ding. Ja. Viel mehr kannst du mit den Kanalpunkten jetzt auch nicht reißen, sag ich mal. Bulle mir bei SOT, dann will ich das mit euch zocken. SOT. 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 Lass mich überlegen. Was für SOT nochmal? Sea of Thieves. Ach so. Ja, geil. Ja, gerne. Auf jeden Fall. Also, nicht dabei. Super, gerne. Das würde auch ordentlich Sinn machen. Ich meine, ne? Wir haben ja bei Fassbo schon gemerkt,
Wir haben einen ähnlichen Humor. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig bei dem Game. Ja? Und wir wollten schon lange, lange Sea of Thieves mal wieder spielen. Also wir sind da schon so eine ganze Weile draus. Und dann wurde angekündigt, ne, hier groß Season mit Monkey Island. Monkey Island habe ich auch übrigens sehr, sehr gerne gespielt. Und ich habe es bis jetzt nicht ein einziges Mal geschafft, seitdem dieses Spiel zu spielen. Und dieses komplette Monkey Island ist mehr oder weniger an mir vorbeigegangen. Also da hoffe ich, dass wir ein bisschen was nachholen können. Ja? Und Biggie hat auch Bock drauf. Sagt er auch schon die ganze Zeit. Müssten wir wirklich mal machen, gezielt mal am Wochenende irgendwo eine Sea of Thieves Session zu starten. So, hier hinten wollte ich ein kleines Feuerchen machen. Kann ich aber nicht, weil mir Kohle fehlt, die da hinten ist. Moment, habe ich ja eine Truhe drin. Aha. Wenn ich jetzt nur Granit bei habe, könnte ich auch eine größere machen, tatsächlich. Habe ich Granit bei? Ich habe kein Granit bei. Ich habe ein Granit bei. Gut, dann reicht's auch die. Dann reicht die. Muss die kleinere reichen. Kohle. Was ist denn Monkey Island? Oh, Sharky. Was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist, oh, hoha, Schande. Monkey Island ist, ist ein Click-and-Point-Adventure, der etwas, älteren Generation, weiß ich nicht, kann man so sagen, ne? Und mit, ich glaube, den geilsten Humor, den man sich vorstellen kann. Es hat mich als Kind und als Jugendlicher, ja doch als Kind mehr, einfach geprägt. Ich glaube, deswegen ist auch der Humor so, wie er jetzt ist. Das ist, hast du noch nie gehört. Gibt es auch im Remastered, also kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Ich will dir gar nicht viel verraten, das ist ein Meilenstein. Absolut. Monkey Island, das muss man sich wenigstens angeguckt haben. Gibt es auch genügend Let's Plays, auch von Gronkh. Gronkh hat es übrigens gespielt. Eine seiner ersten Let's Plays, glaube ich sogar. Irgendwie vierte, fünfte Stelle oder sowas. Das Game, was er bei YouTube gibt es auch eine Playlist mit Monkey Island. Ich glaube, mittlerweile gibt es drei, vier Teile oder so. Aber der erste ist natürlich klassisch, ne? Oh, das wollte ich nicht. Adamant. Robuste Typ. Ich höre Urus. Machst du mitten in die Mittelzimmer. Ich höre Uruks. Die sind. Aber ich hätte nicht die Tür zugemacht. Warum habe ich hier Orks dran? Muss man die Höhle vielleicht erstmal ein bisschen ausleuchten, damit hier nichts mehr spawnt oder so? Du willst ins Reich der Toten? Darf man Reich der Toten in den Sea of Thieves? Darf man Reich der Toten? Sag mir jetzt gerade gar nichts. Ich muss dazu sagen, wir haben recht spät damit angefangen mit Sea of Thieves, ne? Also, das Spiel gab es da schon eine ganze Weile. Ich wollte es mir mal kaufen, das war aber anfangs ja, glaube ich, irgendwie nur für Xbox, also Microsoft Games. Dann kam es halt irgendwann für PC. Feuerstelle. Kann ich die zweite Feuerstelle bauen? Sah total doof aus, aber was soll's. Jetzt muss ich hier weg. Fluch der Karibik-Story. Ich ganz ehrlich, haben wir gespielt ein bisschen, wir haben es angespielt, aber wir sind mit der Story nie weit gekommen, muss ich zugeben. Das ist, sind wir irgendwie im, rumschippern und spiellustig finden. Ja. Haben wir irgendwie die Story nicht weitergemacht. So. Oh, hier könnte ein Fenster rein, ne? Ja. Rechts nicht. Bei rechts habe ich schon. Scheiße. Moment. Hast du durchgemacht, war cool, ja, das glaube ich dir. Ja, haben wir leider ein bisschen verpasst, muss ich zugeben. Aber das ist ja nichts, also ich weiß nicht, ob es die Story noch gibt. Ich weiß, dass es die Inhalte noch geben soll, ne? Das geht ja nicht verloren. Aber die Story ist jetzt, glaube ich, raus, ne? Oder weniger.
Die Story bleibt. War voll cool, gegen die Flying Dutchman zu kämpfen. Das kann ich mir vorstellen. Mann, Fackel. Fackel? Na? So, mach jetzt das Ding von draußen auch nochmal. Sieht es eigentlich von draußen aus? Gut, da oben ist noch ein bisschen vollgesifft, aber generell so als Eingangstür. Geht, ne? Oder zu tief gebaut. Wenn man die Fackeln zu hoch hängt, dann geben die kein Licht ab. Habe ich festgestellt. So. Guck mal. Hä? Heimisch, oder? Noch ein paar Blumenkästen davor. Schön. Apropos. Würde wirklich ganz geil aussehen, oder? Hier so ein Pflanzkasten davor. Zack. Das machen wir. Das machen wir. Home sweet home. Ich habe echt eine Menge aufzuräumen. Ich glaube, hier so ein Kram. Da war so ein Tipp von einem anderen Zuschauer. Könnte man quasi alles überpflastern. So, ne, mit Steinen und so Kram. Was ist hier eigentlich? Ist ja auch nochmal ein Gebäude. Das ist so dunkel, oder? Ein Herd. Kann ich eigentlich einen Herd bauen? Ja, ich kann einen Herd bauen. Ich habe noch nie nur einen Herd gebaut. Ich brauche Eisenholz. Natürlich brauche ich Eisenholz. Das gehst du doch kaputt dran. Oh! Scheiß Eisenholz. Wirklich. Ich glaube, ich hole mir einfach da draußen jetzt ein bisschen Eisenholz. Ich habe da in dem Gebäude da hinten dunkle Möbel gesehen. Das müsste Eisenholz sein. Das hole ich mir jetzt einfach. Und dann gehe ich da auch noch mit der Eisenholz-Axt rein. Hole ich vielleicht doppelt Eisenholz raus. Gibt's doch gar nicht. Ich habe mir gestern beim letzten Teil die Cutscenes angesehen von Salazars Rache. Davy Jones kommt zurück. Was? Es gibt Cutscenes? Davy Jones kommt zurück? Was? Echt jetzt? Finde ich geil. Ich mag Davy Jones. So, ist auch noch ein Gebäude? Ich mach jetzt hier leer. Keine Ahnung, was hier alles rumfliegt. Siehst du? Eisenholz, sag ich doch. Okay. Ich kann da gar nicht abbauen. Ich? Das wollte ich nicht. Glaube ich einfach nur Holz, ne? Ist egal. Kann man mitnehmen. Das, eine menschliche Person gesehen, die so eine Krabbenhand hatte. Gesicht hat man nicht gesehen können. Also ein Cliffhanger einfach. Okay. Aber was soll es sonst sein, ne? Also. Jemand aus seiner Crew vielleicht, der sich so entwickelt hat? Bill Turner, also Senior. Obwohl, der ist ja immer noch in der Crew von der Flying Dutchman. Die ja jetzt nichts mehr mit Davy Jones zu tun hat, sondern Will Turner. Ich glaube, selbst wenn ich hier jetzt... So, geht's noch weiter. Moment. Jo. Ups. Wurde vom Fluch befreit, dann hat man
Dann hat man schlafen gesehen und die Gestalt stand vor seinem Bett. Okay. Was? Nee, hab ich noch nicht gesehen tatsächlich. Ist mir neu. Die Balken sehen auch ganz schön dunkel aus, ne? Die könnte das vielleicht auch Eisenholz sein? Probier's mal aus. Verschreibe mich sehr oft, das ist nicht schlimm. Ich verquatsch mich sehr oft. Das stört dich. Was mich nicht. Das ist nur Holz. Wie gesagt, bitte entschuldige dich für sowas. Das ist völlig in Ordnung. Mach dir da keinen Kopf. Ich quatsch auch nur Blödsinn. Verhaspel mich oft. Vergesst ziemlich viel, also was soll's. Ja. So, wir haben jetzt 22 Eisenholz. Ich gehe auf jeden Fall noch durch die anderen Gebäude durch. Hat sich irgendwie schon ein bisschen gelohnt, ne? Muss ja das Gebäude nicht zerstören, aber so ein bisschen in eine Richtung kloppen ist okay. Bin ich völlig in Ordnung. Da drüben, da unten ist noch... Wie komme ich jetzt da runter? Hast du das Level-System jetzt drin? Also hatte ich es gut erklärt. Ach so, ja. Jetzt erinnere ich, was du meinst. Level-System, klar, ja, sicher. Hat gepasst, ja. Whiteboard ist jetzt zwar nochmal ein zusätzliches System, was ich benutze, also zusätzlich zu Stream-Elements, wo ich ja eigentlich mitarbeite. Ist aber okay, also. Ja. Ich wollte es halt. Da kommen sie. Ich wollte es halt unbedingt mal machen. Weil ich es bei dir eben sehr spaßig finde. Auch wenn man sich nicht dafür interessiert und das irgendwie aktiv macht. Einfach so aufploppen zu sehen, so hey, du bist jetzt, ne, hast Level up und bist an Stelle so und so. Kannst du mal Ausrufezeichen Level geben, also LVL. Einfach nur Ausrufezeichen Level. Da müsstest du sehen können, wie viel Prozent du hast. Und wann du levelst. Hier oben ist auch noch was. Sehr schön. Nice. Rishaki, du bist an fünfter Stelle mit Level 11 bereits schon. Okay. Siehst du? Den Part hier kann ich mich gar nicht mehr erinnern, Mensch. Wahnsinn. Road to Level 100. Ich glaube auch, ja. Oh, fuck. Sind alle hier. Ich habe ja genügend Holz. Was soll's. Hier ist die lustige Bibliothek. Das ist alles Eisenholz. Ich würde es einfach mal mitnehmen. Ganz ehrlich. Aufgeschissen. Hier? Das war jetzt nicht. Wo ist denn die da? Die 5. Es gab nur Holz. Okay. Habe ich bei meinem Kollegen auch geschafft. Du hast Level 100 eben geschafft? Wie lange muss denn der dafür... Also nicht nur, dass du so viel guckst, sondern wie viel muss der gestreamt haben dafür? Wow. Wahnsinn. Oh ja, Eisenholz. Und vor allem die Frage, was hat denn der gestreamt, wenn der so lange im Stream war? Mehrere Monate habe ich dafür gebraucht, das glaube ich dir. Was hat denn der gespielt? Jetzt kommt noch Holz, okay. Na gut, dann guck ich mal weiter. Da waren noch mehrere Gebäude. Das haben wir beide Stress, weil ich bei ihm immer im Lurk war. Hä? Ihr habt beide Stress, weil du bei ihm im Lurk warst? Verstehe ich nicht. Wo ist das Problem dabei? DBD, Phasma und so.
Und Lurk ist doch in Ordnung, oder nicht? Ich bin für jeden dankbar im Lurk, weil dass er mir zuschaut und so. Nicht nur für die Statistik irgendwas, sondern halt generell. Eine Statistik bräuchte ich natürlich fürs Affiliate, ne? Durchschnittliche Zuschaueranzahl, aber generell. Ich meine ja vielleicht manche, ich bin zum Beispiel auch so, ich gucke Streams und zocke nebenbei und hab das nebenbei laufen und lass mich da ein bisschen berieseln. Also bin ich auch im Lurk, ne? Er hat sich darüber aufgeregt, weil ich ständig im Lurk war. Aber das, wie gesagt, das ist doch nichts Negatives, das ist doch was Positives. Oder hat er sich darüber beschwert, weil du nur im Lurk warst und nur zugeguckt hast und der sich erhofft hatte, dass du ein bisschen Action machst oder was? Finde ich aber auch nicht schlimm. Also es gibt Leute, die sind nur im Lurk unterwegs und die... Also es gibt Leute, auch ich habe den einen oder anderen Follower, die haben halt gefolgt. Punkt. Du hörst, siehst, riechst, schmeckst, also das, du siehst von denen nichts. Da gibt es Leute, die haben noch nie geschrieben im Chat. Ist aber auch für mich okay. Also, ne? Gar keine Frage. Ich freue mich über jeden Follow, dass man sich da mal zeigt, so hey, ich bin da. Und dann reicht es mir auch vollkommen zuzuschauen, ne? Alles cool. Muss nicht jedem gleich irgendwie da hart auf den Sack gehen im Stream und hab ich mir aber auch nicht gefallen lassen, deswegen gucke ich ihn auch nicht mehr zu. Kann ich vollkommen verstehen. Würde ich mir auch nicht gefallen lassen, gar keine Frage. Nö, das ist schade, aber nee, unberechtigt. Also, würde ich jetzt mal einfach mal sagen. Also ich als derjenige, der ihn nicht kennt oder irgendwas, oder was da jetzt so wirklich abgelaufen ist, ne, muss ganz ehrlich sagen, das ist unnötig. Absolut. Ich wollte unterstützen für den Effi, weil er die 50 Follower hat. Ja, genau, das ist doch aber in Ordnung. Ich meine, anders hat es Biggie zum Beispiel auch nicht gemacht. Ja? Selbst an Tagen, wo er nicht konnte, wo er nicht am Stream war, aber ich online war, wo er einfach gesagt hat, boah, ich habe hier eigentlich noch voll viel zu tun, und aber ich schmeiß einfach den Rechner an und hab dich nebenbei laufen und hör dir zu, während ich hier am Ackern bin. Sag ich, ja, cool. Also erstens hat er dann Spaß, weil er mehr oder weniger ein Hörspiel hat. Ja, ist ja auch in Ordnung manchmal. Und zweitens habe ich halt durch ihn auch noch eine Zahl dazu stehen gehabt. Und gerade für den Affiliate war das ja anfangs zumindest die größte Hürde, ne? Diese Zuschaueranzahl. Naja. Also... Nee, da brauchst du dir, glaube ich, keine Gedanken drüber machen. Du hast alles richtig gemacht. Ja. In meinen Augen. Soweit ich das beurteilen kann. Brauchst du dir da nie irgendwie nichts Schlechtes einreden lassen. Um Gottes Willen. Nicht hier, richtig? So bekommt man ganz einfach den Affi. Ja, was heißt ganz einfach? War schon, also die Follower-Anzahl war für mich, denn irgendwann habe ich gemerkt, die größte Hürde. Zugegeben. Ganz ehrlich. War nicht einfach. Aber da hat es halt wirklich geholfen. Oh, da drüben ist auch noch ein Gebäude. Hat es wirklich geholfen, einfach regelmäßig zu streamen. Also regelmäßiger, als ich es vorher gemacht habe. Ist wirklich so. Einfach ein bisschen Zeit investieren. Und dich immer wieder in den Stream reinschmeißen. Was es mir wirklich einfacher gemacht hat und viel damit zu tun hat, ist einfach Moria. Ja. Muss ich zugeben. Hier ist noch so eine kleine Werkstation. Und Eisenholz. Ich finde es halt schön, dass man als Affiliate... Natur. Einfach ganz andere Möglichkeiten hat. Einstellungen, Sachen und so Kram, ne? Macht ja auch dem wieder Spaß. Ist ja auch für mich so ein bisschen erst die Hauptarbeit gewesen, die ganze Sache einzurichten und so. Für den Dreierdurchschnitt habe ich jeden Tag mindestens 10 Stunden gestreamt. Okay, krass. Na, was du nicht vergessen darfst, dadurch, dass ich auch viel mit Biggie im Korb unterwegs bin, ist natürlich der eine oder andere dann auch bei mir hängen geblieben. Das war für mich natürlich eine riesen Unterstützung. Oh, ich habe Hunger. Moment. Wie gesagt, das war für mich eine riesen Unterstützung. Sonst wäre das, glaube ich, auch nicht so schnell passiert. Ja. Gar keine Frage. Auch von Franzi, die hat mich auch einmal geradet und war bei mir auch dann zwischendurch. Wenigstens reinkommen, Hallo sagen,
Und dann, weißt du, einfach so ein bisschen, selber ein bisschen Action machen im Stream. Auch bei dir, dass du dabei bist, regelmäßig geguckt hast und immer Action machst, sobald du da bist. Dass du einfach jemand bist, der viel, viel schreibt. Da bin ich dir unglaublich dankbar für. Das ist wirklich sehr, sehr viel wert. Glaub mir das. Glaub mir das. Ja. Ging sehr schnell bei mir. Weiß ich nicht. Ich hab nicht so den direkten Vergleich. Ich weiß nur, dass es bei Biggie irgendwie noch schnell ging. Noch schneller. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich habe auch nicht gesagt, ich habe jetzt nicht mit Stream angefangen und gesagt, so ich will jetzt Affiliate werden. Na, ich hab nicht mal gewusst, was das ist. Mal davon abgesehen. Was geht's denn hier eigentlich? Wo bin ich nochmal? Ich wollte eigentlich zurück zur Stadt. Also zur Base. So, mehr oder weniger. Ach, da lang muss ich. Wie gesagt, da war kein Druck. Ja? Gar nicht, so null. Ist runter. Geht's da noch rein? Ach nee, schade. Ruhe. Okay, ist leer, schade. Aber ja, es ist ein ultra gutes Gefühl gewesen, das dann erreicht zu haben. Ne? Also, gar keine Frage. Und Stream macht auch einfach Spaß. Für mich war es auch eine gewisse Art von Therapie zeitweise, muss man schon sagen. Es macht Laune, wenn du dann auch noch merkst, dass es anderen gefällt und dass die sich beteiligen. Man lernt Leute darüber auch logischerweise kennen. Ne? So gewisser, so wie dich jetzt. Also ganz ehrlich, ne? Es gibt Zeiten, da kann ich mir nichts Geileres vorstellen, natürlich je nach Lust und Laune, als mit euch im Koop Phasma zu spielen, weil es einfach übelst Laune macht und einfach auch die richtigen Leute dabei sind. Ne? Ich habe echt komplett die Orientierung verloren gerade. Ich glaube, ich muss dahin, irgendwo, darüber. Also da so drüber. Dachte ich. Der Ochs. Hier bin ich. Du wirst schon wieder rot. Lass es einfach. Lass einfach sein. Brauchst nicht rot werden. Alles cool. Hier stand irgendwo. Habe ich das Ding eigentlich schon voll gemacht hier? Stark. Na, sag mal. Ich hatte das noch nicht voll gemacht, siehst du? Deswegen. Ich fehlen noch Mutznackern-Statuen. Ich glaube, ich habe welche in der alten Base. Muss verbuggt. Okay. Du. Ich werde mal schnell noch. Kaffee. danke. Oh, siehst du? Das ist die Kaffee-Erinnerung. Moment, mein Kaffee ist kalt. Boah, ist der kalt. Der kommt aus dem Kühlschrank quasi. Aber meine Kanne ist noch da. Ich hab vergessen, meinen Kaffee auszutrinken. Das ist wie, als wenn man auf einer Pizza vergisst, den Käse zu essen. So, mal schnell nach Hause. Mutznacken-Nakan-Statuen, die brauche ich. Die hole ich. Auf jeden Fall. Kann ich dir noch so Gutes tun für deine misslungenen Punkte beim letzten Mal? Pass mal auf. Was hab ich denn noch so? Du hast letztes Mal den Last of Fear Jumpscare probiert, den wolltest du machen, ne? Den hau ich dir immer so raus. Wow! War nur so ein kurzes Ding, ne? So ein kleines Sache. Wenn ich jetzt gerade ein Horror spiele und du das da reinschmeißt, ich glaube, dann würde ich mir auch erstmal schrecken. Was kann ich denn hier einlagern? Nicht viel. Schalobachen, doch krass. Holz. Das Holz. Das nehme ich auf, was ich habe.
Was war das denn? Na, die alte, die komische, lustige Frau da, Lair Sophia. War zu kurz? Soll ich das länger machen? Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Du hast dich voll erschrocken? Wirklich? Weiß nicht, der Plan, aber wenn es funktioniert hat. Ja, es sind auch so ein paar kleine Kleinigkeiten, die man mal reinschmeißen kann, während ich ein Horrorspiel spiele. So stelle ich mir das zumindest vor. Genauso wie. Moment. Gut, das ist eher lustiger. Hier, pass auf, der hier. Bitch, Alter! Wow! Leck mich im Arsch! Halt sowas, weißt du? Kleine Spielereien. Aber ich habe erst die Funktion nicht so ganz gecheckt und habe dann rausgefunden, was man damit machen kann. Dass man auch so eigene kleine Clips quasi reinschmeißen kann. Dachte so, cool, machst du einfach mal. Hab ich mal ausprobiert, ne? Also ich muss dann jetzt mal gucken, was ich da wirklich so reinschmeißen kann. Das sind jetzt einfach nur so Beispiele, was möglich ist. Ich wollte Mutznakan-Statuen. Habe ich denn welche? Ach, das sind nur die. Ich brauchte, glaube ich, die Fundis, ne? Fundis, Mutznakan-Statuen. Die heißen alle Mutznakan. Na klasse. Du, bis ich mir den Namen gemerkt habe. Scheiße. Aber ich glaube, das waren die Fundis. Bin ich der Meinung. Wenn ich schon mal hier bin. Kann ich noch was mitnehmen? Balsamholz. Ich könnte ein bisschen Holz mitnehmen. Für Lager, für Balsamholzlager. Helmholz. Normales Holz. Das sollte erstmal passen. Was bräuchte ich denn für das große Dings hier? Fürs Bett. Feinstoff. Feinstoff und Eisenholz ist klar. Für den Herd Eisenholz. Eisenholz, Eisenbarren, Katastallbarren, Harz. Das sind die Sachen, die ich eh bei hatte. Ne? Sollte also passen. Ja, also nur ein bisschen. Achso, nee, hier, Feinstoff. Den hatte ich gesucht. Nehmen wir mal direkt mit. Statt den hier. So. Wir haben es Nacht. Gehen wir hier kurz schlafen? Ich glaube ja. Pilzeintopf. Ja, komm. Will ich karibische Musik hier? Moment. Bär-Base-Zwergenbinge. Danke für den Kaffee. Ja? Ah, sehr gut. Ja, Stock okay. So. Dann kann ich ja aber. Die Truhe steht echt ein bisschen ungünstig da gerade, aber gut. Stell ich dir kurz hier hin. Mach hier ganz kurz eine Truhe. Ein bisschen Krams rein. Das weiß ich nicht. Ich werde belagert, dein Ernst? Freue mich. Von zwei Seiten, von einer Seite. Jungs, ich stehe hier drüben. Seid ihr doof? Weg.
von der Truhe. Sag mal. Sag weg von der Truhe. Es ist voll ungünstig, dass sie direkt hier drin gespawnt sind, ne? Also, so für so eine Belagerung? Spawnen die nicht meistens irgendwie draußen? Wartet jemand? Okay. Lass ich erstmal liegen. Ich höre sie kämpfen, aber ich weiß nicht wo. Hä? Nirgendwo Zahlen zu sehen, dass die irgendwas einprügeln. Da draußen vielleicht? Hallo? Hallo? Nee. Ich, dass sie da gerade schon drin sind und mir mein Lager kaputt machen in dem Haus. Also da drin meine ich. Nee. Alles safe. Hier ist alles cool. Was sind die denn? Sind die? Auch hier sind sie nicht. Man hört sie kämpfen, aber man sieht sie nicht. Hä? Und was greifen die denn bitte an? Interessant. Ja, ich werde belagert. Jetzt sind sie an der Tür angekommen. Ach, die haben ein anderes Lager belagert? Da war da hinten irgendwie am Belagern? Okay. Hallo? Kommt doch rein. Belagerung ist zu Ende? Was haben die denn? Haben die das Lager oben zerstört? Fällt mir gerade ein, wir hatten hier oben so ein kleines Lager, ne? Truhe. So, ein bisschen was rein hier. Wir sehen den schwarzen Diamanten, was der Elfen hier. Kam von hier. Hier war eigentlich nur. Ja. Was auch immer die hier gemacht haben, sie haben nicht viel geschafft, weil hier stand nämlich nicht viel. Wenn das Feuer haben sie das angegriffen? 4. Ist nichts wirklich, was kaputt werden kann, mehr oder weniger. Idioten. Belagerung doch noch nicht zu Ende? Hab ich einfach was? Nee. Es ist einfach mal keiner da. Okay, machen wir mal hier weiter. Truhe ist leer, die können wir also abbauen. Jetzt. Okay, Moment. So, ich wollte jetzt einen Herd bauen. Ein Herd. Sieht quasi aus wie eine Küche hier. Wo haben wir ihn? Ja. Den Grill bräuchten wir auch noch, ne? Herd kann ja hier. Herd. Was kann ich denn? Hippe! Doch, ich hatte schon einen Herd. Siehst du, jetzt fällt mir gerade ein. Die Rezepte kenne ich. Hippe. Ich weiß doch gar nicht, wo sind die denn? Und die sind echt laut. Egal. Den
Grill konnte ich nicht bauen, weil mir irgendwas gefehlt hat. Granit. Ja, haben wir jetzt mit der alten Base alles liegen lassen, ne? Aber wir können hier herstellungstechnisch ein bisschen was machen. Drüben an dem anderen Haus. Ich würde da aber erst anfangen auch zu bauen, wenn ich das einigermaßen restauriert habe. Nicht, dass das sich irgendwie mal wieder was wegnehmen möchte, weil irgendwas stört und dann fällt das ganze Haus zusammen. Also drüben in der Workbase. Das mache ich aber zum nächsten Mal. Vorhin habe ich die Tür zugemacht. Da ist die Tür zu. Die sind jetzt trotzdem hier drin gespawnt. Also ich muss, auch wenn ich hier muss ein bisschen was separieren, zumachen. Ich hatte eigentlich schon fast vor, hier einfach komplett einfach nur ein Lager draus zu machen, ne? Aber dann werde ich das ein bisschen anders machen. Ich werde einen Bereich nehmen, den ich zu M Lager mache. Vielleicht da hinten. Hier eine Wand Vorzimmer, da eine Wand Vorzimmer, also mit Tür natürlich. Dann könnten hier hinten einfach nur komplett Ruhen und Lager und so. Das könnte ein Riesenlager werden, ne? So gesehen. Das ist fast eine Idee. Brauche ich hier auf jeden Fall auch Ochs. Feuerstelle. Und zwar müssen die Feuerstellen dann auch miteinander verknüpft sein. Reicht das, wenn ich hier vorne eine hinbaue? Kann ich überhaupt? Kann ich nicht? Nö, kann ich nicht. Weil Holz fehlt. Also weil das Holz zu weit weg ist. Dann nehme ich ein bisschen Holz mit. Dann gucke ich mal, dass ich zumindest von da aus dann nach vorne anknüpfen kann, dann habe ich auch die ganzen Mats verfügbar. Das System finde ich übrigens saugeil, ne? Dass man mit den Baugebieten aneinander knüpfen kann, egal wie groß es wird, und ich kann von da hinten auf das Lager hier zugreifen. Das ist doch ein geiles System, also allein die Idee dahinter ist Wahnsinn, ne? Das macht es irgendwie richtig, richtig lustig und macht ultra Spaß, was zu bauen, auch größere Geschichten zu bauen. 6. Und? Dann machen wir hier eine Tür rein. Nee, ich brauche erstmal Feuerstelle. Deine sollte erstmal ausreichen. Und dann gucken wir mal, wie sich's überlappt. Hier sind die lustigen Punkte auf dem Boden. Und das passt ganz knapp nicht. Also dieser kleine Bereich, der hier, ne, wie man hier sieht, der ist frei. Dann könnte ich hier ins Gebäude eine Feuerstelle reinhauen, dann passt das. Dann reicht das aus. Dann knüpfen sie nämlich aneinander an. Ich zeig's mal nochmal kurz. Das Bett. Na, überall da, wo die lustig Punkte sind, abgesehen von den Linien, da wo die Punkte sind, da kann ich überall bauen und die grenzen aneinander an. Und dann kann ich nämlich auch aufs Adamant zugreifen. Obwohl ich das gar nicht in der Tasche habe, oder? Habe ich da Adamant in der Tasche? 9 Stück. Ich habe 9 Stück Adamant in der Tasche und habe aber hier, wie man sieht, 50 verfügbar. Na, also super geile Idee. Super geile Idee. Da brauche ich Eisenholz für. Ich glaube, das spare ich mir aber. Dann mache ich lieber eine Granittür rein, die ich nicht kann. Geil. Schön. Ich freue mich. So wenig Granit mitgenommen habe ich, voll Idiot. Investiere ich Eisenholz? Ach komm. Was soll's? Die 3 Stück. Oder links und rechts sind ja dann 6 Stück. Dann machen wir hier wenigstens links und rechts zu. Wenn es dann geht. Ja. Nicht schön, aber selten. Oh. Jetzt ist die Lücke ein bisschen größer. Na gut, dann kann man vielleicht ein bisschen gezielter auch bauen. Ich habe keinen Adamant mehr. Weil die Feuerstelle zu weit weg ist. Korrekt? Kann ich dann eine Feuerstelle bauen? Weil die Kohle fehlt. Ah, Moment.
Jetzt kann ich wieder. Was fehlt denn für die große noch? Doch, ach, da fehlt trotzdem Kohle. Ja, Wahnsinn. Ich habe immer zu wenig Kohle für die linke Seite. Aber ich habe hier schon mal angefangen. Jetzt weiß ich, was ich auch hinbauen möchte. Kann ich wenigstens schon mal anfangen, hier ganz kurz was wegzubauen. Wenn die Base einigermaßen steht, je nachdem, was wirklich morgen abläuft. Also heute Abend bin ich nicht da. So viel schon mal als Ankündigung. Na, komm schon. Je nachdem, was morgen abläuft, ob der gute Biggie fit ist und Zeit hat, Korb zu streamen. Ansonsten würde ich jetzt hier aber auch auf den Samstag nicht weitermachen wollen mit dem Bauen. Das war jetzt wirklich nur so eine kurze, knappe Geschichte. Gerade so eine Sortierungsgeschichte mache ich ja eigentlich offscreen, wenn dann, ja. Dann würde ich am Samstag nochmal versuchen, mit dem großen Drachen anzulegen vielleicht. Oder gucken, dass ich doch ein bisschen Rüstung bekomme. Die Waffe habe ich ja. Ist ja die richtige für den Drachen? Aber rüstungstechnisch... Biggie! Da ist er ja. Klamm und heimlich hat er sich hier eingeschlichen und hat irgendwelche Leute gesperrt. Biggie räumt wieder auf. Grüß dich, hallo Biggie. Na, alles schön bei dir. Der gute, werte Herr Sharky lässt sich entschuldigen, ja? Solltest du heute aber Abend streamen, ist er auf jeden Fall dabei. Also, ne? Sieh zu. Geht so. Ach Mensch. Du armes Würstchen. So. Ja, guckst du einfach, wie gesagt, morgen wie es dir geht. Auch gerne vielleicht morgen früh oder morgen Vormittag. Ob du denkst, Samstagabend geht klar oder geht nicht klar. Ich würde mich halt riesig freuen, wenn wir im Korb weitermachen können. Ne? Gestern war wieder angefixt. Ich hatte wirklich richtig Bock drauf. So. Also wie du siehst, ne, ich mache hier gerade aus dem Bereich meine Base. Schaut's aus. Mir fehlt Kohle. Ich habe echt ein volles Inventar, meine Güte. Ich glaube, ich werde hier erstmal ein paar Truhen hinschmeißen. Damit ich erstmal mein Kram loswerde. Sortieren kann ich ja dann immer noch. Aber bevor ich kein richtiges Lager habe, ist das Kacke. Da hinten könnte noch was, könnte der Grill hin. Allein. Weil ich ihn denn kann. So. Hab die Statuen. Ich werde gleich erstmal die Statuen abliefern. Fällt mir gerade ein. Kochen. Gleich. Gemischte Spieße. Ich finde die Dinger geil. Je nachdem, aber wie viel Uhr, weil kann wahrscheinlich auch nicht so lange gehen. Mittlerweile auch sehr früh schlafen immer. Okay, ja, ist das doch. Mensch. Ich glaube, Biggie geht es ja genauso wie mir. Jede Minute, die du zuschauen kannst, die du zuschauen möchtest und deinen Spaß auch dran hast, ein bisschen Action im Game machst hier im Chat, ist für uns das tausendmal wert. Mach dir da bitte keinen Stress unsertwegen, ja? Also, um Gottes Willen. Genieß die Zeit lieber mehr. Kann man bei den Flüsternachrichten keine Links enden bei dir, Sharky? Da. So.
platzieren. Sehr, sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Baupläne. Ein Fragment vergessenes Wissens. Baupläne. Ein Fragment. Okay. Oh, krass. Schild von Balins Gefolgschaft. Das sieht ja geil aus. Und Helm des letzten Bündnisses. Okay. Krass. Ich hab neue Rezepte. Ich gehe mal gerade mal zur alten Base, weil ich kann ja sowieso nach mal ein bisschen was an Kram gleich mitnehmen wieder. Und dann gucke ich mal, was die so an. Ich will mir ja sowieso alles bauen, was irgendwie geht, ne? Was das Zeug braucht. Also Biggie, du hast gerade gesehen, diese kleinen Altare, wo man die Statuen drauf platzieren muss, die müssen wir unbedingt machen im Purup. Auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig. Warte mal, Biggie. Warte mal, Biggie. Ich mach da mal kurz was. Machen wir hier. Kleinen Moment. Mag ich soweit. Zack, Kanal. Rüttel, rüttel, rüttel. Brauch ein bisschen länger hier. Info. Wo haben wir ihn denn? WhatsApp-Kanal. Wenn ich den jetzt einfach kopiere, den Link, dann sollte ja eigentlich funktionieren, oder? Oder nicht? Also, ne? Also für jeden, der sich dafür interessiert, auch du, Sharky, da. Einmal raufklicken, WhatsApp-Kanal von Biggie. Ach, er ist schon drin. Na ja, gut, dann halt so. Soll sich mal beschweren, Biggie, hä? Schon längst drin hier, sag mal. So. So, 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 so. Lass dich mal drin. Auch ich habe einen WhatsApp-Kanal, ist übrigens unten in den Infos verlinkt, falls das irgendjemand interessiert. Also Sharky, ne? Falls du Interesse hast, da ich mache ja sowieso immer meine Ankündigungen auf allen Plattformen, wie irgendwie geht. Aber für einen oder anderen, ich bin zum Beispiel nicht regelmäßig auf Instagram unterwegs. Für mich wäre dann zum Beispiel sowas einfacher oder besser zu sehen. Auf dem WhatsApp-Kanal zum Beispiel, ne? So, das ist ein Grad 2-Schild, genauso wie Durins Garde. Okay. Stahlbarren und Eisenholz. Eisenholz habe ich natürlich jetzt in einer anderen Base. Und er hier braucht Kasatbarren. Ist der besser als meiner, den ich habe? Nee. Ach, das ist Grad 1-Helm. Okay. Aber er sieht cool aus. Er sieht richtig cool. Den werde ich mir aber dann erst basteln, wenn ich drüben bin. Was ist jetzt der Vorteil von Durins Garde? Ich glaube nur das mit dem Fluch. Dieser Schild im Stile Erebors trägt das Wappen von Balin, Herr von Moria. Seine Bauweise erlaubt es, mehr Kraft hinter Schildstöße zu legen. Ist doch eigentlich ganz geil, wenn man so jetzt am Kämpfen ist. Hol ich mir 6 Stahlbarren mit? Ich hab da drüben noch nicht meine Schmiede. Gut, dann bin ich halt nicht so weit. Dann muss ich beim nächsten Mal hier einfach ein bisschen Eisenholz mitnehmen. Oder ich schaff's irgendwann dann doch mal, den ganzen Kram rüber zu schleppen. Essen erstmal noch nicht, wa? Ich hole mal noch ein bisschen Holz mit. Auf alle Fälle. Wie haben wir es eigentlich? 14 Uhr. Ach, du schöne, neune, grüne. Ach du Gott.
Für die bist du jetzt auch drin. Geil, cool, danke dir. Also wie gesagt, ne? Da gibt's halt nur so zwischendurch so ein Kram, Ankündigungen und so ein Zeug. Wenn ich dann gezielt streame, dann will ich da auf jeden Fall ein bisschen was reinschmeißen. Kohle brauchte ich. Ich brauchte Unmengen an Kohle. Sofort wieder da. Ja, kein Stress. Ich habe Unmengen an Kohle. Oh ja, allerdings. Was können wir noch gebrauchen? Teile. Darauf haben wir eigentlich auch noch so genügend, ne? Edelsteinchen ist eigentlich auch erstmal noch nicht so wichtig. Adamant. Auch Adamant. Vielleicht ein bisschen Stein. Adamant. Ab in den Lurk, Biggie. Aber wie gesagt, ich mache jetzt auch nicht mehr so ewig. Ich wollte bis spätestens 14:30 machen. Ich glaube, so Richtung 14:15, also knapp mal eine Viertelstunde, würde ich mich dann quasi verabschieden. Allemal haben wir dann auch genügend, quasi. Ein bisschen, ne? Und Granit wollte ich noch mitnehmen. Bist seit langem mal wieder in Palia drin. Ja, wie gesagt, Palia, da würde ich auch gerne mal wieder mal reinschnuppern. Könnte Biggie sich vielleicht auch mal angucken, ob das dann irgendwann was für ihn wäre, was ich nicht weiß, ob das wirklich was für ihn ist. Es gibt generell einfach recht viel, was man gerne mal spielen würde, wie man wollen würde. So, Holzlager ist leer, Warenlager ist leer, Essen haben wir hier noch eine Menge drin. Ist hier noch was Wichtiges, was ich mitnehmen sollte? Könnt ihr dann zusammen mal angeln gehen? Ja? Ja, wie gesagt, das ist ja generell... Wollte ich mich mal mit Palia ein bisschen beschäftigen. Ob es auch was für ein Stream ist oder nicht, das kann ich, weiß ich jetzt noch so gar nicht. Was haben wir denn hier noch Wichtiges drin? Wenn ich mir jetzt eigentlich schon Eisenbarren und so Kram mitgeschleppt habe, könnte ich theoretisch auch eine Schmiede und sowas schon bauen. Dann kann ich wenigstens auch dann mal ein bisschen was bauen, wie gesagt. Was bräuchte ich eigentlich für die riesige Schmiede? Die große. Scharnorbarren, die sind glaube ich drüben. Eisenholz ist drüben, Harz. Ich kann noch ein bisschen Harz mitholen im Zweifelsfall. Und die große Schmiede. Adamant haben wir bei Harz, Eisenholz. Palia hat auf Twitch weniger Zuschauer. Weniger Zuschauer als was? Also Mori hat schon nicht viel Zuschauer. Wenn man es genau nimmt. Aber danach gehe ich auch jetzt nicht unbedingt. Also Moria spiele ich, weil es halt einfach Laune bringt und trotzdem für mich einiges passiert. Ne? Also ich glaube, Moria hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass das mit dem Affiliate ganz gut funktioniert hat. Ich glaube, der Hafer ist fertig. Ich glaube, ich muss mal schnell den Hafer noch abholen. Ja. Sehr schön. Ich unten noch mal, ob da auch Hafer ist. Jawohl. Sehr geil. Hafer ist irgendwie hier ein bisschen Mangelware. Und wenn ich mehr von diesen Pflanzenkästen bauen könnte... Wenn ich Fledermausdunger hätte, dann wäre es was anderes. Aber so. Schwierig. Ja, Palia ist also auch so eine Geschichte für mich. Es wird jetzt kein Hauptgame werden, vielleicht. Ja? Genauso wenig wie es Phasmo ist, um Gottes Willen. Aber zwischendurch mal so eine Runde? Gerne. Also, hätte ich jetzt nichts dagegen. Einen wunderschönen guten Mittag, lieber Stranded. Grüße dich. Na? Und das Spiel vermisst. auch zur Info, ich bin jetzt gar nicht mehr so lange da tatsächlich. Weil auch bald die Kinder aus der Kita kommen. Wollte nur mal ein bisschen was aufräumen. Ich habe auch nicht, also gut wie keinen Kampf hinter mir, außer eine Belagerung oder so. Ich habe mich mehr darum gekümmert, hier mein Lager
abzubauen, wie man sieht, es wird immer leerer. Und das andere quasi aufzubauen. Ich nehme den Hafer schon mal mit. Dann haben wir den schon mal drüben. War das so? Wir haben Nacht. Okay. Ich am besten hier nochmal ganz gut schlafen. Und hau mir den knackigen Salat rein. Der ist immer geil. Mir ist das auch immer egal. Hab die Spiele gestreamt, worauf ich Bock habe. Ja, seh ich auch genauso. Es wird ein bisschen übersichtlicher. Also ja, nicht nur hier, weil alles wegkommt, sondern auch in der neuen Base. Zeig's dir mal. Pass auf. Da. Base Zwergenbinge. Ja. Ja, ja, ja. Der einzige Nachteil, den ich jetzt schon hatte, ich hatte eine kurze Belagerung und die waren quasi mitten in der Base. So. Ja? Aber das ist jetzt... Das ist meine Base. Nein. Das ist quasi das... Das Kochhaus oben wird geschlafen. Also mehr oder weniger das Unterkunftshaus. Hier auch noch was zu essen. Das ist ja praktisch. Ich habe den knackigen Salat vergessen, aber es ist praktisch, dass hier was liegt. Schön. Ich lagere mal einfach irgendwie was rein. Sortieren kann ich dann immer noch später. So, pass auf. Guck mal hier. Neue Base. Ich frage dich mal nachher privat was. Okay. Ja, hau raus. Hau raus. Also, ne? Hier, Schlafplatz und Kochplatz. Dann, zugezimmerte Tür. Mit dem weiß ich noch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich glaube, das könnte das Brauhaus werden. Ne? Da drüben. Was? Die Deko vor der Tür? Ja, Deko vor der Tür, das ist übertrieben. Aber pass mal auf, ich geh mal hier rum. Also hier drüben kommt das Bauhaus hin. Also eine Werkhaus, ne? Mit dem ganzen Schmiede und den ganzen Kram, so das Übliche. Ne? Hier vorne ist der Ausgang nach draußen. Den habe ich schon ein bisschen hübscher gemacht. Und zumindest habe ich mir, ich habe da was geplant. Sagen wir es mal so. Also ich möchte hier draußen an den Toren von Zwergenbinge möchte ich hier auch so ein paar optische Sachen machen, wie, stell dir mal vor, hier vorne kommen jetzt so ein paar Blumenkästen hin zum Beispiel. Und du kommst hier hin und das sieht doch dann schon heimisch aus, oder? Da wächst halt ein bisschen, ne, hast du ein bisschen Dekoration, ein bisschen Blumen und so und kommst hier rein und hast deine Base, die dann irgendwann vielleicht auch ein bisschen ausgeleuchtet ist und restauriert ist und geil ist. Das Haus, da weiß ich auch noch nicht, was ich ganz damit machen soll. Sieht aus wie ein Hotel. Die kleine Steindeko da, die macht echt was aus. Ach, die da! Ja, die Steindeko, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, genau. Ja. Da würde ich mir zum Beispiel, ich würde dir ein bisschen aufräumen und vielleicht dem so ein bisschen eingrenzen. So ein bisschen als so ein Brunnenmäßig, weißt du? Kleiner Altar. Das hat Geschichte. Das liebe ich auch einfach mal da dran. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen dieses Gefühl von WoW. Nach, keine Ahnung, gefühlten 10.000 Spielstunden bestimmtes Rüstungsteil zu bekommen, ist auch so eine Sache, wo man denkt so zurück und denkt sich, ach guck mal, das habe ich, da war ich mit der und der Truppe unterwegs oder so. Ne? Und das hat für mich jetzt Geschichte. Ich komme immer hin und sehe diesen Troll und denke so, ja, weißt du noch, der Kampf mit dem Troll, der Idiot, der ins Licht gerannt ist? Ja, sowas halt. Bist gespannt, wie es denn ausschaut? Ich auch. Ne? Also hier, wie gesagt, das Brauhaus, da drüben kommt dann das Werk aus. Und hier habe ich schon mal eine Tür schon mal gesetzt und hier kommt komplett Lager. Das ist einfach nur komplett alles Lager. Und da die Sachen ja eh miteinander verknüpft sind, dann ist es wurscht. Habe ich jetzt eigentlich die Sachen noch bei? Ich könnte hier sogar eine große Feuerstelle bauen. Ich mache erstmal eine kleine. In Anführungsstrichen klein. Oder? Steht da eine Ecke? Will ich hier hinbauen? Ist nicht so ganz so scheiße aus, da direkt vor der Treppe. Dann habe ich den Baubereich schon mal ordentlich erweitert. Dann könnte ich aber die große Feuerstelle ein bisschen weiter wegbauen, für die ich keine Rohstoffe habe, weil ich aus dem Gebiet rausgelaufen bin. Okay. Ich tue mich auch schwer mit der großen Feuerstelle. Ich glaube, ich mache hier noch eine kleine hin. Groß ausgetestet habe ich ja. Moment, warte. Da hättest du ja sehr großen Bereich, aber
Ja, riesig. Ich habe tatsächlich eine große Feuerstelle gebaut. Es ist ein bisschen fehl am Platz, weil man sieht dieses kleine Haus, dieses kleine gemütliche Haus, kommt halt rein und denkt sich so, fump. Hat halt, aber es hat halt so Kamincharakter, weißt du? Die Truhen sind jetzt erstmal auch nur Dekoration, weil da kommt noch ein bisschen was. Boah, ich musste erstmal Zeug loswerden. So. Aber es. Sie steht. Aber ich stelle mir eben auch vor, die große Feuerstelle in etwas größeren Bereich, freieren Bereich zu bauen. Das Problem ist ja wirklich nur, ich muss es ein bisschen separieren. So Gebäude für Gebäude. Und da hinten halt das generell abgeschlossen. Weil vorhin bei der Belagerung waren sie halt direkt hier drin. Ich habe da zugemacht, ich habe da vorne zugemacht, das ist denen aber völlig egal. Ich glaube, das Gebiet ist einfach zu groß dafür, dass die nicht hier direkt drin spawnen. Und wenn ich dann einfach alles irgendwie frei rumfliegend habe, habe ich ein größeres Problem, glaube ich. Dann packen die auf einfach auf alles drumherum, ohne. Also, da sind die halt drin. Die Türen sind dann auch egal. Der ist nicht aufgefallen, nee. Was meinst du denn? Ich habe es nicht mitbekommen, mach's nochmal. Ja, so viel dazu. Also, ne, so Stück für Stück. Ich gucke, wie sich das entwickelt und wo was hinkommt. Ja. Aber generell fand ich, find ich die Stelle schon ganz geil. So, was wollte ich eigentlich machen? Hab da hinten jetzt angebaut. Wollte dazu machen, glaube ich, ne? Also, ich wollte da drüben noch eine große Feuerstelle hinbauen. Weil die Kleine es auch eigentlich macht, ne? Ist Abgrenzung. Alleine von der Feuerstelle da geht es hier schon fast bis zur Mitte. Also würde es eigentlich doch ganz geil sein, wenn ich da drüben noch eine große Feuerstelle hinbaue. Weil das so viel Platz wegnimmt, wenn man es genau nimmt. Ne? Überlege. Würde es was ausmachen, wenn ich... Also der Bereich geht ja bis hier so ungefähr. Hier würde ich nichts hinbauen wollen, weil das ist einfach nur ein bisschen fehl am Platz. Hier so? Oh, das sieht eigentlich original aus wie eine Kneipe, ne? Wie so ein Pub. Getreidemühle. Die ist extrem beschissen platziert, aber Getreidemühle ist irgendwie schon ganz geil. Was mache ich mit der Getreidemühle? Ich habe noch nie eine Getreidemühle gehabt. Kann ich da Hafer reinhauen und hab dann neue und andere Rezepte, das wäre irgendwie doch schon ganz geil. Dann lass ich die. Ich wollte die gerade abbauen. Hm. Wieso steht da ein Tisch auf der Mühle? Ach, das ist ein Tisch? Die sieht ganz anders aus, Moment. Ach, jetzt wo du es sagst. Ich hab Angst, wenn ich jetzt da... Stimmt, du hast recht. Wenn ich jetzt da rumhacke. Treffe ich denn nur den Tisch? Ich treffe nur die Mühle. Das macht Sinn. Hey, okay, will ich nicht. Ich will den Tisch eigentlich nur runter haben, ne? Aber ich würde auch ganz gerne die Mühle restaurieren. Hm. Okay. Ich habe schon mal Stein reingehauen. Wo könnte ich denn schnell mal kurz... Da, guck. Das meine ich, unter anderem. Das Ding ist hier übrigens eingezäunt. Und irgendwie sind hier Ochs drin. Erst restaurieren, dann den Tisch... Arbeiten, sicher. Ja, mach ich auch gleich. Au. Was? Eigentlich viel zu langsam. Danke übrigens für den Tipp mit dem Schild, ne, dass man mit dem Speer auch ein Schild tragen kann. Das ist, ja. Ja, ich glaube, darum muss ich mich gewöhnen, dass hier zwischendurch immer wieder Orks spawnen. Ich glaube, das kann ich hier in dem großen Gebiet nicht vermeiden, ne? Ich weiß nicht, wonach das geht. Also bei Minecraft ist es ja so ein typisches Ding. Man muss halt die Bereiche ausleuchten. Ich glaube, das würde nicht ausreichen. Ich glaube, das reicht nicht aus. So, 14:13. Ja, die Größe der Base gibt halt genug Platz zum drinnen erscheinen. Aber wenn du mehr gebaut hast, sollte das auch nicht mehr beheben. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall auch eine Menge Dekorationskram so machen. Ne? Mich ausprobieren einfach, was da so geht. Von daher. Aber ich würde tatsächlich jetzt auch wieder ein bisschen zum Ende kommen. Weil, wie gesagt, bald ist oder gleich ist Zeit für Kinder zum Abholen aus der Kita. Ich habe echt viel Kram bei.
Deko-Dinge. Ich hoffe, dass dieses Spiel so nach und nach so ein bisschen erweitern, ne? Das eine oder andere noch dazukommt. Was natürlich, oh, das hasse ich auch wie die Pest, weißt du? Wenn einfach kein Platz mehr in der Truhe ist, schmeißt das daneben. Ja, macht voll Sinn. So. Zack. Ja, paar mehr. Ein bisschen kann man ja bauen, ne? Wobei ich zugeben muss, ich habe ja so gut wie noch nichts gebaut. Auch hier so ein paar Plattformen oder meine Treppe oder Pier zum Beispiel oder so. Noch nie gemacht? Noch nie gebraucht? Gar nicht. Noch nie dafür interessiert. Und gerade beim Alamann kannst du ja auch so schrägen Geschichten machen hier. Könnte man sicherlich auch was Lustiges draus basteln. Ja? Das Update für Dezember. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe erstens, dass was das an der Performance was geschraubt wird. Und ich hoffe, dass das ein oder andere noch dazu kommt. Ja. So ein paar Bugs, dass die gefixt werden. Performance, das ein oder andere, was wir noch nicht haben. Ja. Und hier beim Schlafen gehen oder quasi nach dem Schlafen gehen, ich werde mal kurz beanspruchen, so zack. Zack, auf den Balkon, auf die Terrasse und dann hast du hier das, ne, die große Base. Hahaha. Schön ist es. So. Mit diesen Worten und einem Schluck Kaffee im Mund. Und ich schmeiß noch mal eine Runde.